Ja, servus miteinander und herzlich willkommen zum Dienstagsvlog. Ja, bei mir ist jetzt aktuell Freitag, kurz vor 16 Uhr, das heißt, jetzt kommt gleich der Freitagsvlog raus, den ihr dann ja bestimmt schon gesehen habt. Ich habe da als Überschrift gehabt, Heuen von Hand. Und ja, das ist Programm. Ich bin gerade unten auf dem Schlag, wo mein Gras, Heu liegt und heue von Hand, beziehungsweise schwade von Hand. Mit Strafrechen. Einfach einmal drüber und dann ein wenig zusammenziehen. Mit einer Hand beschissen. Ja, ich ziehe mal ein wenig Nachtschwarz zusammen. Der Himmel ist teilweise mal bedeckt, dann wieder nicht. Ich glaube zwar nicht, dass was kommt. Es wäre eigentlich schön, wenn es einmal regnen wird, aber ich glaube es fast nicht. Ich ziehe es trotzdem einmal zusammen. Erstens ist es vom Boden ein wenig weg, dann zieht es die Feuchtigkeit auch nicht von heute Nacht. Und zweitens habe ich dann gleich mal eine saubere Bahn. Morgen kann ich es dann, wenn es jetzt nicht neu regnet, ich dachte, Regen wäre ja schön, aber wenn es nicht neu regnet, könnte ich es morgen pressen. Ja, das ist das Einzige, was dann hier maschinell gemacht wird. Weil lose einfahren macht auch keinen Sinn, das ist blöd. Loses Material kann ich immer bescheiden unterbringen. Ging früher, ist aber mittlerweile halt einfach, das ist sehr unpraktisch. Da hast du lose Zeug, die kleinen HD-Ballen sind einfach bei mir das Praktischste, was es gibt. Und ja, deswegen wird es auf jeden Fall gepresst. Ja, wie schaut das Heu jetzt aktuell aus? Also man merkt schon, es wird trocken, es knackt schon und bricht auch auseinander, wenn man es ein bisschen knickt. Gut, die dicken Stängel natürlich noch nicht ganz, obwohl wird auch theoretisch, sind noch ein paar dicke dabei, aber man hätte es fast schon heute pressen können. Ich lasse noch eine Nacht liegen, mag es morgen noch mal ein bisschen breiten mit der Gabel und ja. Ich denke mal morgen Nachmittag dann mit der Presse schnell drüber, die hänge ich in den KL 300 und dann nochmal schnell gepresst. Ja, sollte ein paar Ballen geben. Das Schwad, was ich jetzt gezogen habe, ist relativ dick. Werde ich morgen noch ein wenig länger strecken müssen. Die Pickup von der AB12 ist ja nur 1,20 Meter, glaube ich, breit. Und das Schwad da hat, ich schätze mal gut und gerne 1,40. Also es wird sie nicht sauber aufnehmen, von daher ziehe ich es ein wenig länger, nimm es sauber auf und danach dann natürlich nochmal mit dem Rechen drüber. Weil es ist hofnah und das ist händisch gemacht, da kann man dann nochmal mit der Hand drüber, sammelt den Rest ein und presst den auch. Ja, und dann schauen wir mal, was das wird. Ja, ich habe ja im letzten Video auch gesagt, mein Vater und ich haben angefangen, wir haben die Disteln ein wenig rausgemacht. Angefangen, aber du siehst kein Ende, das ist das Problem. Wir waren jetzt da oben drin, es ist ein bisschen weniger geworden, aber ja, wirklich weniger ist es nicht. Tja, mittlerweile fangen sie auch an auszufliegen, die Trockenheit geht relativ schnell dann. Tja, ist irgendwie Mist, weiß auch nicht. Das nächste ist aber, selbst wenn ich jetzt bei mir alle rausbringe, wie sieht da unten drin, ein ganzer Streifen, ein großer Streifen, da hinten ist noch ein großer Streifen, da vorne dran ist noch ein Streifen, ist auch alles Distel beim Nachbar drüben. Also selbst wenn ich bei mir alles rausbringe und die vermehrt sich bei mir theoretisch dann über die Samen nicht, dann vermehrt sie sich beim Nachbarn. Naja, schauen wir halt einmal. Auf jeden Fall, ich werde vielleicht noch mal ein paar rauszwicken. Zumindest die Blütenköpfe oben abschneiden, dass ein bisschen weniger wird. Alles kriege ich nicht raus. Ich habe mit meinem Vater schon mal geschaut für unten in Grube, was es an Gänsefußschare gibt, die quasi den Boden dann ein wenig leichter durchschneiden. Ja, geben Dutzes, kosten aber Schweinegeld, da kostet der Schar 150 Euro. Ich glaube 9 Stück oder was sind verbaut, brauche ich. So. Dann habe ich jetzt nur die Schare gekauft.
Dann fahre ich mit dem Grubber durch. Bei unserem Boden, der ist recht trocken. Halten die Schale vielleicht 2-3 Jahre, dann sind sie futsch. Wenn überhaupt. Ich habe es gesehen letztes Jahr, die Pflugschare von Krone. Der Boden, der frisst. Letztes Jahr war es so trocken. Neue Schare drauf und wie ich fertig war, hat er wieder so ausgeschaut wie vorher im Endeffekt. Ja, ist halt so. Also ich glaube, Gänsefußschare auf dem Grubber mache ich nicht. Das ist mir einfach zu kostspielig. Wenn ich mir da überlege, ich habe die Arbeit, ich kaufe die Dinge, ich habe die Arbeit, sie drauf zu machen, dann fahre ich durch und grubber das Ganze noch einmal und agger dann das Ganze. Ich habe ja die Arbeitszeit, die wo ich dann da stecke, auch noch zu rechnen. Den Verschleiß habe ich zu rechnen und das alles inklusive Anschaffungskosten für diese Schare muss ich ja wieder von meinem quasi Gewinn bzw. von meinem Erlös von dem Bestand da abziehen. Und so viel ist das nun auch wieder, ne, dass ich sage, ja, Peanuts machen wir mal locker, ist halt der kleine Bestand. Ich habe jetzt gesagt, ich werde es auf alle Fälle mal probieren mit meinem Eicherpflug, zumindest die Stellen, wo die Distel arg war, werde ich abschälen. Das Ganze wird dann sowieso noch einmal einen leichten Stoppelsturz geben, soll ja das Getreide auch ein bisschen aufgehen. Es ist Ausfallgetreide, von daher wird auf alle Fälle mit der Herzschare dann, Doppelherzschare gegrubbert. Ich werde einen leichten Stoppelsturz auf alle Fälle machen und werde die dicken Stellen, wie gesagt, einmal versuchen mit dem Pflug abzuschälen, mit einem Eicherpflug. Das sollte theoretisch gehen, wenn der Boden nicht zu trocken ist. Ja, und dann irgendwann müssen wir ja sowieso wieder ackern und es muss ja auf jeden Fall eine Winterbegrünung drauf. Wie die ausschaut, ich habe den Tipp gekriegt, eventuell, dass ich einmal eine Zwischenfrucht mache, so die Richtung Ölrettich und vielleicht aber abfrierende Leguminosen. Ja, müssen wir mal schauen, was mein Vater sagt. Er ist ja eigentlich auch offen für andere Wege. Müssen wir mal gucken, was wir herkriegen. Auf jeden Fall, es muss über den Winter was draufstehen, sonst geht das bei uns nicht. Dann gibt es ganz, ganz großen Ärger, eben wegen der Erosionsgefahr bei uns, also muss ich schauen, dass was drauf ist. Ich versuche das auf alle Fälle mal irgendwie so die Richtung, ja, irgendwas Richtung Leguminosen noch zu kriegen, was dann kaputt geht und vielleicht Ölrettich. Dem Boden wird es auf jeden Fall gut tun. Es gibt auf alle Fälle dann wieder ein bisschen Dünger noch dazu, biologischen Dünger fürs Feld. Ich habe sowieso viel zu wenig Mist eigentlich für die Fläche, wenn ich es mir so überlege. Von daher wäre das nicht verkehrt und ich könnte vielleicht dann auch mal meinen Pferdemist, Schweinemist, Hühnermist, den könnte ich dann vielleicht auch mal wirklich auf den Flächen benutzen, wo ich ihn eigentlich auch bräuchte, nämlich auf meine Wiesen, weil auf die Wiesen, was willst du da machen? Ich meine, umbrechen darfst du ja nicht einfach, da musst du woanders Staue Grünland anlegen. Von daher, ich könnte sie natürlich mit Kunstdünger düngen, bin ich aber ehrlich gesagt kein Fan davon. Von daher will ich es versuchen, einmal mit meinem Mist, den ich ja eigentlich habe, meine Wiesen ein bisschen zu düngen. Deswegen suche ich ja eigentlich auch noch einen anderen Miststreuer, der schön fein verteilt streut und keine so großen Platschen draufhaut. Ja, mal gucken, was da noch kommt. Bin ich jetzt gerade mit einem in Kontakt, der hier so aus näheren Umkreis ist. Also nähere Umkreis sind auch 55 Kilometer von hier. Ja, könnte man mit dem IHC fahren, das sind halt am Tag dann nochmal 110 Kilometer fahren, wenn es klappt. Mal gucken, vielleicht kriegt man einen Haufen Autoanhänger verladen. Mal schauen, was da kommt, wenn nicht. Einmal kann ich den Krüger mit Sicherheit noch zusammenrichten und provisorisch flicken. Und dann sehe ich ja, entweder richte ich den Krüger dann wirklich einmal komplett wieder zusammen, mache komplett neue Streuwalzen oder sage dann wirklich irgendwas anderes her, was passt, preislich passt und ein gutes Streubild hat. Das wird sich zeigen. Auf jeden Fall, ich werde hier jetzt noch ein bisschen zusammenrechnen. Und wenn ich das fertig habe, dann zeige ich es euch nochmal. Ja, und dann gehe ich in meinen Stall und dann ist für Freitag eigentlich schon wieder gelaufen. So, zusammengesponnen ist. So schaut das Ganze aus. Es ist gar nicht so wenig, wie es ausschaut. Das Schwert ist recht dick und es ist sogar relativ lang. Also, ja, ich bin mal gespannt, wie viel das gibt. 10, 12 Ballen, meine Schätzung. Das könnte schon hinkommen. Wenn es weniger wird, okay, ist auch nicht schlimm. Wenn es mehr wird, umso besser. Aber ich freue mich auf alle Fälle, das zu haben. Wenn ich mir überlege, das sind jetzt
bloß die Ränder gewesen. Und theoretisch, wenn ich wollte, könnte ich sogar noch dieses Stück da abmähen. Das ist immer stehen geblieben, da wird nicht ausgemäht. Da kommen immer die Biogase mit ihrem Mähwerk. Mäh weg, aber guck mal nicht bis raus, weil da so ein wenig Kanten ist. So wenig Akku mitnehmen. Naja. Ah, nicht mal. Kann ich immer noch als Viecherfutter oder was direkt abmähen. Ja, ist nicht meine Seite, aber es braucht keiner. Von daher, ja, Reste zusammen. Sammeln, nie verkehrt. Weil ich vorhin gesagt habe, ich mache das mit dem Strafrechen zusammen. Bevor da jetzt wieder dann Fragen aufkommen, was ist denn ein Strafrechen? Hä? Natürlich hat es nichts mit Strafe zu tun, sondern ein Strafrechen ist ein Streifrechen. Oder besser gesagt auch Schwadrechen genannt. Das ist so ein riesen Klöpper hier. Mit vielen, vielen, vielen Zinken dran. Ein bisschen halbrund gebogen. Also ähnlich wie ein Schlepprechen. Ich habe zwei Schlepprechen auf Rädern, beziehungsweise einen. Der eine, den wollte ich schon lange mal zerlegen und die Räder draufbauen. Das ist ein Schlepprechen auf Rädern und das ist eigentlich ein Schlepprechen oder Streifrechen für die Hand. Ich hätte natürlich den mit Rädern auch nehmen können. Hätte hinter den KA15 gut gepasst oder hinter den Allgäuer, aber ja, also wegen dem bisschen hier. Der andere wird normalerweise immer eingesetzt, wenn ich gepresst habe auf die Wiesen. Dann kannst du da damit nochmal drüber donnen, wo die Schwade gelegen waren. Und es krümelt ja doch immer ein bisschen runter oder fällt neben der Pickup vorbei. Ja, und das kannst du dann normalerweise mit dem noch einmal zusammenkratzen. Und je nachdem kriegst du teilweise 3-4 Ballen pro Hektar dann nochmal raus. Klingt jetzt dann bescheuert nach überwiegender Aufwand, aber 4 Ballen, 10 Kilo, 40 Kilo Heu. Ich kann sie auf der Wiese liegen lassen oder ich kann sie als Futter heimholen. 4 Ballen sind 2 Tage Futter. Ist so. Ja, ob mir die Arbeit es wert ist, kann man schon machen. Früher ist öfters gemacht, wo eigentlich Kehrz wurde gemacht. Aber ist auch ein bisschen Faulheit oder weil man zu wenig Zeit hat oder keine Lust nicht hat. Früher ist das immer gemacht worden. Sauber zusammengeputzt worden, die Ränder rausgemäht worden, aus der Hecken ist das Zeug rausgerecht worden. Hecken sind regelmäßig zurückgeschnitten worden, dass die Jone zu groß worden sind, dass Füllgras gestanden war. Und halt wie gesagt, nach dem Pressen immer sauber zusammenrechen. Dafür war dieser Schlepprechen gedacht. Hat jahrelang funktioniert. Ja, das lassen wir auf alle Fälle jetzt so über Nacht liegen. Das kann jetzt durch die Sonne noch ein wenig trocknen. Heute Nacht wird es dann vom Boden nicht so feucht. Und morgen reiße ich es nochmal fern an. So, mittlerweile ist es Freitagabend. Ich war gerade auf dem Friedhof, habe unten nochmal gegossen. Beim Grab vom Großvater und von den anderen Großeltern. Ja, war mit dem KL300 unterwegs. Ja, ist einfach irgendwie, wenn ich zu meinem Opa runter fahre, dann immer mit seinem Bulldog. Klingt bescheuert, ist aber so. Ja, und auf dem Raufweg bin ich jetzt am Äpfelackerhunden vorbei. So steht der Bestand jetzt aktuell da. Dass die Reihen ein wenig schief sind, ist meine Schuld. Ja, das war beim Setzen ein Scheiß gebaut. Ja, und ich bin jetzt sämtliche Reihen einmal abgegangen und habe mal geguckt wegen Kartoffelkäfern. Ein paar wenige waren hinnen und ich habe die paar wenigen abgesammelt. Das ist absolut überschaubar. Ich fange noch nicht das Spritzen an jetzt. Wer letztes Jahr das Video gesehen hat, ich habe ja mit Meerrettich auch gespritzt. Ist aber noch nicht notwendig. Also ich habe eine Handvoll. Ja, die werde ich jetzt mal entsorgen. Und ja, dann schauen wir weiter. So, ich bin jetzt meinen ganzen Bestand nochmal abgegangen. Hab jede Pflanze kontrolliert. Auch von unten kontrolliert. Ja, ich habe im ganzen Bestand jetzt noch 2 ausgewachsene Käfer gefunden. Beseitigt. Ja, alle Tierschützer, die das jetzt nicht hören wollen, für mich sind das nicht einfach nur Nützlinge, sondern das sind wirklich Schädlinge, die machen alles kaputt. Die müssen weg. Ich kann sie entweder mit Spritzmittel bekämpfen, zum Beispiel hat es früher Dantop gegeben, das ist ein chemisches Mittel. Oder so wie ich es letztes Jahr gemacht habe, mit Meerrettichjauche und eventuell dann Spritzspülmittel dazu. Wäre auch eine Möglichkeit. Oder eben bei der Menge, die ich jetzt hier habe, also ich sage, wenn es gut kam, vielleicht 20 Stück oder was,
mit Larven und allem, was ich jetzt gefunden habe auf der ganzen Fläche, auf dem ganzen Schlag hier. Da kann man sie auch absammeln und anderweitig entsorgen. Anderweitig. Ja, es gibt vielleicht Leute, die das nicht hören mögen. Und die sagen, oh, die armen Käferchen. Mir wurscht. Ist mir schlichtweg wurscht. Die müssen weg. Ich habe letztes Jahr gesehen, was die mit den Pflanzen machen. Die fressen eine nach der anderen Pflanzen ab. Und die sind nimmer satt. Und wo einer ist, sind mehrere. Und wo mehrere sind, vermehren sie sich. Und wo sie sich vermehren, hast du am Schluss keine Kartoffeln mehr. Also, weg mit ihnen. Ja, ich mach's halt manuell. Ich könnte jetzt, wie gesagt, auch mal Meerrettiche auch spritzen, aber es lohnt sich noch nicht. Ist im Moment noch übertrieben. Ja, was jetzt gemacht gehört, ist einmal durchhacken und die ganze Milde und das Zeug rausrupfen, was jetzt drin liegt. Das ist nicht mehr schön. Und ja, ich habe es ja schon angekündigt gehabt im letzten Vlog. Wir haben ein bisschen Disteln rausgemacht und hier unten sieht man es noch einmal. Tja. Tja. Die wirst du so einfach nicht los. Da kannst du ewig reisen. Und wir haben es mittlerweile aufgegeben. Du bist eine Stunde drüber. Hast einen Dampfer voll. Stellst dich vor deinen Schlag und denkst dir so, und was hast du jetzt eigentlich rausgemacht? Schaut nämlich aus, als hättest du gar nichts gemacht. Dann stellst du dich wieder 2 Stunden an, hast in der Zeit wieder 3 Dampfer voll, ja, weil man dann schneller wird. Stellst dich vor deinen Schlag und denkst dir so, und was ist jetzt weniger rum? Ja, wir haben es, ehrlich gesagt, ja, ich möchte mal sagen, aufgegeben. Ist so. Nee, vorm Dreschen mache ich, glaube ich, da nichts mehr, hat keinen Sinn. Es ist jetzt passiert. Ich habe schon überlegt, wahrscheinlich werden wir es dann so machen. Das Getreide, wo keine Disteln drin stehen, also die guten Flächen hier, abdreschen und verkaufen. Und die Flächen, wo dann immer so ein bisschen Disteln mit drin ist, ich brauche ja sowieso auch Futter für meine Hühner, soll er halt drumherum dreschen oder ja, irgendwie so, und die kommen dann zu den Viecher rein. Irgendwie so machen wir das. Ja, und wen es interessiert, wie der Bestand ausschaut, der Weizen. Da haben wir eine. So eigentlich nicht so schlecht. Es gibt ein wenig Stroh. Ja, das ist alles Windhalm hier, wie man unschwer erkennt. Auch den haben wir hier drin. Naja, ist so. Vielleicht hätten wir es als GBS nutzen sollen, ne? Auf jeden Fall die Ähren, wenn man sich anguckt, die haben alle eine relativ schöne Länge. Ja, die sind noch gar nicht reif. Mal schauen, wie die Getraghandler ausschauen. Mit deiner Hand nicht schön. Es wird auf alle Fälle noch ein kleines bisschen dauern. Man sieht ja, es ist noch Grünanteil drin. So. Quasi zwischen die Finger ausdreschen. Weil das ja so gut klappt in einer Hand, bin ich begeistert. So. Naja, die Kandler sind relativ klar. Aber gut. Aber gut. Sonst eigentlich ganz in Ordnung. Ja, schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wir für eine Menge zusammenbringen. Ich meine, dass es bei uns jetzt nicht die außergewöhnlich großen Mengen sind. Ist eh klar, aber ich erhoffe mir doch ein bisschen was. Und wie gesagt, einen Teil davon würde er verkaufen und einen Teil davon behalten für die Viecher als Futter. Weil für die Hühner und für die Schweine brauchst du doch immer ein bisschen. Ja, und nächstes Jahr, also im Herbst, werde ich ja mal schauen, eventuell wirklich, dass ich Ölrettich und Leguminosen drauf mache. Bis zum Frühjahr stehen lasse. Und dann
ja, muss ich ja mal meinen Vater fragen, wie das ist, ab wann wir dann eigentlich ackern dürfen, weil das ist bei uns halt relativ spät wegen Regen und Nässe. Ja, und dann halt irgendeinen anderen Bestand drauf. Ich bin auch schon am Überlegen, ich habe jetzt den Hafer hier, ob ich, Hafer sät man ja normal im Frühjahr, ob ich dann auf den Bestand hier eventuell den Hafer drauf klatsch. Wäre mal in der Fruchtfolge was ganz anderes. Die Mucke ist quer abgepumpt. Mistviech. Entschuldigung. Was wollt ihr jetzt drin? Nein. Ja, auf jeden Fall. Eventuell kommt dann hier der Hafer hin. Und dann noch mal schauen, was ich auf den anderen Acker da draußen mache. Der war ja jetzt dann ewig lang stillgelegt. Vielleicht da draußen noch mal was raus. Oder vielleicht wirklich einmal Luzerne oder so. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Vielleicht machen wir da draußen dann auch, weil da steht jetzt momentan auch viel Ampfer drin, dass ich schaue, dass ich da Ackergras herkriege. Und da eventuell ein paar Jahre Ackergras mache. So wie man es quasi hier machen könnte. Mal sehen. Ich meine, ich könnte auch hier Ackergras machen und draußen auf der anderen Fläche, auf dem einen Hektar, dann den Hafer oder so. Mal schauen. Irgendwie so, irgendwas wird da schon. Werden wir sehen. Ich mache jetzt auf alle Fälle für heute Feierabend, weil jetzt fangen nämlich die Schnucken an zu beißen. Und der ist nervt und tut weh. Bestand ist auf alle Fälle kontrolliert, soweit alles gut. So, jetzt haben wir Samstagmittag und ich habe heute Morgen das auseinandergerissen mit der Gabel. Einfach links und rechts hin und her geschmissen, ein bisschen verteilt und gerade eben habe ich es mit dem Schlepprechen wieder zusammengezogen, dem Strafrechen. Ja, und ich habe jetzt zwei Moden gemacht, weil das war mir mit einer doch ein bisschen arg dick. Ich zeige es mal auf zwei aufgeteilt. Ja, die liegen relativ luftig da und die liegen relativ wenig gerade da. Ist aber egal. Ist ja mit dem Rechen zusammengezogen, nicht mit Spade. Ja, jetzt ist eigentlich soweit, dass wir pressen können. Wegen dem Heuen, weil der eine im Freitagsvideo dann unten drunter in die Kommentare geschrieben hat, wenn du Angst hast wegen Bröckelverlust, dann kauf dir doch ein Gabelheuwender. Nee, Moment, da hast du was falsch verstanden. Also ich mache keinen Rückschritt und kaufe Gabelheuwender, ich habe Kreiselheue. Mir ging das jetzt nicht um, dass ich keine Bröckelverluste mehr habe. Ja, ja, ist das windig heute. Sondern mir ging es eigentlich darum, dass ich ja einfach einmal per Hand wende und ich hätte wie gesagt den Kreiselheuer raus da können, aber wegen der Menge habe ich es nicht gemacht. Und aber ja, selbst wenn es ein Gabelheuwende hätte, den hätte ich nicht rausgeräumt. Also wegen dem bisschen hier auf keinen Fall. Ich wollte ja eben mal händisch heuen. Das hat jetzt funktioniert, hat ganz gut funktioniert. Ja, so schaut es wie gesagt aus. Zwei Schwaden. Und weil sich gewünscht worden ist, den KL300 vor der Presse, das habe ich auch vor, die Aggerschiene vom KA15 nehmen, da ist kein Blech mehr drauf, die mache ich an der KL300 und dann die Welge dahinter und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja, und ich bin gespannt, wie viele Ballen das es gibt, den Ballenzähler stellen wir dann auf alle Fälle um und dann schauen wir mal. So, die Damen und Herren, ich habe die Presse jetzt soweit vorbereitet. Ausgeklappt und alles angehängt und Garn noch mal kontrolliert. Ballenzähler, wie gesagt, setze ich auf 0 zurück. Wir wollen ja mal sehen, wie viel es sind. Wir mogeln ja nicht. Ja. Schauen wir mal, was es gibt. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Thank you.
laut Beinzähler haben wir aktuell 12 Beine. Muss ich aber gleich einen abziehen. Der ist rausgerutscht und kaputt gegangen. Also summa summarum aktuell 11. Und wie man im Hintergrund hört, wir haben auch mal einen anderen Bulldog vorgespannt. Beinzähler waren jetzt 14 Ballen gestanden. Einen ziehen wir ab, weil er ja kaputt war. Den haben wir nochmal durchgepresst. Also 13. Jo. Und die sollten eigentlich hier liegen. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wuhu. Hat es doch so viel gegeben, wie ich geschätzt habe. Na, was sagt er jetzt? Ja, gerade gab es noch ein bisschen einen Schreckmoment. Lauter Feuerwehren ausgeruppt und dann hast du schon die Rauchwolke gesehen. Ist gerade hinten über den Wald hergezogen. Ja, da hinten waren auch gerade einige mit dem Bulldog eilig unterwegs. Entweder beim Dreschen oder Mulchen oder weiß der Teufel was. Es weckt böse Erinnerungen an letztes Jahr. Letztes Jahr auch so um die Zeit rum. Kein Spaß, nein. Na gut. Jetzt räumen wir die Presse auf, holen die Ballen dann heim und dann ist das Heu jetzt theoretisch dann endlich mal fertig. So, mittlerweile ist es Samstagabend um 6. Die Zeit, die rennt immer. Ja, mit den Arbeiten, die ich eigentlich alle heute vorhatte, bin ich natürlich immer noch nicht fertig, ist eh klar. Ja, ich bin heute früh aufgestanden, Viecher rausgelassen, komplette Wohnung geputzt, raus Heu gewendet, dann Presse vorbereitet, beziehungsweise ich bin raus, habe die Viecher rausgelassen, habe Heu gewendet, bin rein, habe die komplette Wohnung geputzt, bin raus, habe Heu geschwadet, dann gab es kurz Kaffee, dann habe ich die Presse raus, habe unten zusammengepresst und habe die Ballen verrollt mit dem Vater zusammen. Ich sag, waren ja bloß 13 Stück, das ging ja schnell. Ja, und dann Bulldog geschnappt, Lore geschnappt und ausmisten anfangen. Ich habe jetzt die Schweine komplett fertig und die Hühner komplett fertig. So schaut das Ganze jetzt wieder aus. Schöne frische Einstreu, meine gerupften Hühner. Voll in der Mause, legen im Moment auch wieder keine Eier. Oh, eh klar. Ja, Wasser haben sie auch frisch. Hatten sie frisch. Haben sie schon wieder Füße gebadet. Und klar. Ja, auf jeden Fall. Die sind komplett gemacht. Und die Schweine haben auch einen frischen Stall. Ich habe jetzt da mal wieder den Platz getauscht. Die sind jetzt wieder hinten. Geh, Schmutti? Ja, was ist? Du hast auch Hunger? Ja, warum? Schon wieder? Hast du gerade gehabt? Ja, immer fressen. Doch, ich habe gerade Weizen gehabt. Genau, ist draußen Lichter, der war's. Ja. Ich habe die vordere Box jetzt dann nochmal wieder frei. Ja, die bleibt jetzt dann erst einmal wieder zum Austrocknen. Die nächsten 2 Wochen wird er dann hier nicht ausgemistet. Ich komme immer ganz gut hin mit 2 Wochen etwa. Ja, und dann in 2 Wochen sollen sie wieder in die vordere Box. Mal schauen. Je nachdem. Ja, ein bisschen was an Mist ist zusammengekommen. Sieht man da. Nicht die Welt, aber immerhin. Tjo. Und wegen vorhin vom Feuer, wo ich gesagt habe, also ich habe da die Sirenen gehört und es, ja, es ist ein wenig so vom letzten Jahr hochgekommen, der Brandgeruch ist gekommen, die Rauchschwaden sind über den Wald gekommen, von da hinten, und ich meine, es hat jetzt seit einiger Zeit nicht geregnet. Jetzt ist es 6. Hey! Spinnt euch aus! Jetzt hat es einige Zeit nicht geregnet. Es ist ein wenig so ein mulmiges Gefühl hat man da schon, sage ich ganz ehrlich. Ja, habe ich vorhin jetzt dann den Feuerwehrbericht gelesen in Wilmerschreuth beim Dreschen. Hat auf Feld Feuer gefangen, komplett abgebrannt. Tja. Sauber. Auch wieder die Landwirte mit die Gruppe gekommen und haben sie wieder mit reingegrubbert.
die scheiß Trockenheit, das könnte ruhig einmal ein wenig ringen. Vorhin sind einmal richtig graue Wolken gekommen. Schwarzer Wolken vom Amus da eigentlich so. Dann hat es Winden, ist den ganzen Tag so ein wenig windig, dann hat es das Winden ein wenig aufgehört. Dann hast du gedacht, so, jetzt könnte was kommen, die Mucken auch ganz arg, es drückt so richtig überall. Ja, fünf ganz kleine Tropfen wie Muckenschiss. Und dann war es wieder vorbei. Ja. Und jetzt mal hochguckt, wo ist der Regen geblieben? Da hinten, das könnte vielleicht, ich weiß es nicht, wenn es der Hammerringer geht. Schön wär's. Aber irgendwie ist auch nicht gut für die Wiesen. Ich habe auf ein Grummet gekauft, aber wenn das jetzt nicht bald regnet, dann habe ich das Grummet vergessen. Weil das ist trocken. Das trocknet ja quasi wieder im Steh. Ist alles Mist. Alles Mist. Naja, ich werde jetzt auf alle Fälle den Mist dann verfahren. Dann nehme ich euch aber das mal nicht mit. Werd Ferkelchen beansprucht jetzt das Futter da für sich. Ja, werde das verfahren und dann muss ich Futter noch holen. Da ist er Sechse. Zeit wird's. Ja, und dann schauen wir mal weiter, was heute noch so passiert oder morgen oder wie auch immer. Ja, und nun ist schon wieder Montagabend. Heute bin ich ein bisschen später von der Arbeit gekommen. Ein bisschen deutlich später, 3 Überstunden gemacht. Ja, eigentlich war geplant, dass ich heute den Mist noch verfahre von den Pferden hinten. Habe ich gestern nämlich ausgemistet. Und dass ich die Koppel gar abäbbel. Das habe ich nicht gefilmt gehabt. Das war eigentlich noch für heute geplant. Hat nicht funktioniert. Des Weiteren hatte ich heute eigentlich noch den Plan, ich wollte Stollrohr und Winkeleisen organisieren. Ich habe nämlich jetzt beschlossen, ich baue die Streuwalzen vom Krüger erst einmal nach. Ich bin zwar immer noch auf der Suche nach einer Camperfräse in guter Qualität, ich bin da auch an einer dran. Da muss ich aber dazu sagen, da ist der Boden kaputt, der müsste gemacht werden. Interessant wäre es trotzdem preislich. Ja, müssten wir mal gucken, eventuell da noch mal drüber reden oder so. Auf jeden Fall, da wäre ich an was dran. Bloß wie gesagt, faktisch gesehen, es müsste an der auch was gemacht werden. Und ich brauche, tja, ich sage mal spätestens Ende September, so der Dreh, spätestens ein Mischstreuer, sonst habe ich ein Problem. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, jetzt richte ich den Krüger erst einmal zusammen. Mache meine Streuwalzen wieder drauf. Dann habe ich schon mal ein Ass im Ärmel. Aber ein Streuer, der funktioniert. Er hat ja seit wir den haben auch immer funktioniert. Vielleicht hat er kein schönes Streubild. Vielleicht ist er nicht optimal oder sonst was. Aber er funktioniert ja. Und von daher hätte ich jetzt gesagt, naja gut, ich richte meine erst einmal so weit zusammen, dass er wieder funktioniert. Die Streuwalzen müssen wieder gehen. Wenn ich keine Camperfräse herkriege oder wenn ich jetzt die herkriege und es nicht rechtzeitig schaffe, sie zusammenzurichten, weil ich meine, jetzt geht es dann demnächst einmal mit der Ernte vom Getreide los, dann willst du noch Stroh pressen, es geht noch ein wenig auswärts, ich weiß nicht, vielleicht doch noch einmal das Makro mit zusammenbringt, wobei Regen hat uns irgendwie komplett wieder ausgelassen, also ich befürchte, da wächst eh nichts mehr. Ja, ist leider irgendwie trocken, trocken, trocken. 0,0 mm. Scheißdreck. Vielleicht jetzt dann auf Mitte der Woche zu. Ist angedeutet, es könnte was kommen. Ich glaube noch nicht dran. Schön wär's. Hoffnung stirbt immer zuletzt. Naja, auf jeden Fall, das kommt dann auch. Der Mähbalken vom KA15 muss noch gemacht werden. Kartoffelhacken steht noch an. Kartoffeln anhäufeln steht noch mal an. Hört mal auf, da sind so viele Arbeiten noch zu erledigen. Jetzt wenn ich da eine Camperfräse herkriege und ich muss bei der den Boden machen, dazu muss ich sie zerlegen, eventuell die Bordwände und alles runterbauen. Ich meine, ich habe an 2 Achsen wieder aufgebaut und ich weiß, wie es ist, wenn du am Boden machen willst. Du kannst alles runterbauen. Das ist eine mordsmäßige Aufgabe. Dann kommt ja der Kratzboden dazu, der runter muss. Da ist wahrscheinlich dann auch noch was kaputt. Naja, auf jeden Fall eine Menge Arbeit. Und ob ich das dann bis Ende September alles hinkriege, ich meine,
Urlaub musst du ja auch irgendwie dann nehmen oder was. Du kannst ja nicht dann immer nach der Arbeit nur ein bisschen dran schrauben, sondern wenn, dann musst du es ja schnell fertig bringen. So eine Aufgabe ist eigentlich eher was für den Winter. Von daher schaue ich erst einmal, dass ich meinen mache. Die Streuwalzen zu schweißen geht definitiv schneller und einfacher. Das sind ein paar Rohre und Winkeleisen drauf geschweißt. Das Ganze dann unten die alten abgeschnitten, die Rohre und ja Stücke. Da wo quasi dieser Vierkant innen sitzt, diese Aufnahme, den dann auf das andere Rohr draufgeschweißt. Und gut ist die Sache, das ist, ich sag einmal, eine Sache von vielleicht, ja, bis da mal am Wochenende oder so drüber, dann hast du das fertig, ist eine Fleißaufgabe. Einen Kratzboden zu machen, ist doch ein bisschen aufwendiger. Wie gesagt, schauen wir mal, was die Zeit bringt. Auf jeden Fall, ich richte mir den jetzt erst einmal zusammen, dann habe ich Ass im Ärmel. Und falls ich mir dann irgendwann, wenn ich doch einmal einen Anhänger kriege, den verkauf oder sonst was damit mache, dann habe ich zumindest funktionsfähige Streuwalzen hinten dran, was natürlich ein mega Plus wäre. Weil Mischstreuer ohne Streuwalzen ist halt blöd. Ich meine, vielleicht nutzt man ja auch für das Projekt, das was wir haben. Keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich selber nicht, wie man es anstellt oder was man macht. Ich schaue jetzt erst einmal. Soll erst einmal laufen. Wenn ich was anderes kriege, ist die Sache auch gut. Wenn ich nichts anderes kriege, dann habe ich immer noch meinen auf Reserve. Das ist einmal, denke ich, kein falscher Weg. Ja. Und ansonsten, was ist am Wochenende noch passiert? Ja, ich habe am Samstag den Mister noch verfahren. Da haben wir einen kleinen Livestream gemacht. Haben mal einen Livestream von draußen, am Schlepper. Und ja. War auch immer ganz schön. Wir waren nochmal im Weizenbestand unten und bei den Kartoffeln. Ich denke, das war auch für den einen oder anderen interessant. Ist immer was anderes als immer nur vom Computer, wo man dann vielleicht einmal eBay Kleinanzeigen oder sowas gucken wird, sondern da ist man halt dann wirklich mal rausgekommen, hat einmal draußen gesehen und in der Kehrmaschine gesessen, ein wenig gewarft und da einmal gewesen und dann einmal gewesen. Das ist doch immer was anderes und ich denke mal, wenn euch das gefallen hat, können wir so ein Format auch gerne mal wieder machen. Es ist halt immer was anderes. Ich meine, es muss jetzt nicht dauerhaft sein, dass ich nur noch draußen Livestream mache. Aber es ist immer was anderes, ein wenig aufgelockert. Gerade wenn das Wetter passt und wenn es lange hell draußen ist, dann muss man ja nicht zwingend vorm Computer in der Wohnung sitzen, sondern da kann man ja durchaus auch mal draußen stehen, solange das Internet mitmacht. Ja, so viel auf alle Fälle dazu. Und dann. Ja. Ja. Heu haben wir ja eingefahren, das hat ja soweit funktioniert. Die waren eingelagert. Ja, Ställe habe ich wie gesagt ausgemistet. Futter habe ich dann auch noch geholt. Gibt es noch irgendwas Neues zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Ja, nö, ja, nö. Nö, ja, eigentlich nicht. Nee, das wird's gewesen sein. Ich sage jetzt auf alle Fälle vielen, vielen Dank wieder fürs Zusehen. Hat mich gefreut, dass ihr wieder alle dabei wart. Ich glaube, das Video wird schon wieder viel zu lang. Ich sitze nämlich eigentlich gerade hier beim Schneiden und spreche jetzt das Letzte drauf. Und wenn ich das so sehe, sind wir jetzt mittlerweile bei 40 Minuten. Auweia, schon wieder. Aber ist ja auch immer was anderes. Dafür kommen dann irgendwann mal wieder kürzere, weil ich nichts habe. Ich sage auf alle Fälle vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns am Freitag im nächsten Vlog wieder. Bis dahin, eine schöne Woche. Servus.